Hallo und willkommen zurück auf dem PW Review Kanal. Wir sind im vierten Teil unserer Zweiten Weltkriegs Ausrüstungsserie angekommen. Und zwar sehen wir hier das letzte Aufgebot, wie es so schön heißt. Ab 1944 bis 1945 wurden vermehrt Volksgrenadiereinheiten aufgestellt und natürlich mit dem Versuch, durch vollautomatische Waffen das ein bisschen auszugleichen oder das Ruder noch rumzureißen. Und ja, das ist jetzt hier zum Beispiel ein solcher Volksgrenadier. Fangen wir wieder oben an. Wir haben hier den Stahlhelm 1942. Das sieht man daran, dass die Kante nicht mehr umgebürdet ist, sondern nach außen steht. Mit einem Normandie-Tarnanstrich und einem Hasendrahtgitter zum Anbringen von Tarnstoff. Des Weiteren ein Schlupfhemd im Sumpftarnmuster und als Bewaffnung kommt hier ein Sturmgewehr 44 zum Einsatz. Das erste Sturmgewehr der Welt mit der Mittelpatrone. Auch Granaten finden hier Platz, sage ich mal. Hier ist die Stielhandgranate 24 und hier ist die Eierhandgranate. Wenn wir beim Gürtel sind, dann sehen wir hier auch gleich, dass das eine weitere Ledereinsparmaßnahme gab. Und zwar wurden die Löcher nicht mehr in die Zunge des Koppelriems gemacht, sondern direkt in den Koppelriemen. Es gab auch noch später Stoffriemen, die dann eben aus Stoff waren und nicht mehr aus Leder, um weiteres Leder einzusparen. Hier sieht man die STG 44 Magazintaschen. Die kann man öffnen und das Magazin entnehmen. Ebenso wie den Koppelriemen gab es den Y-Riemen ebenfalls in einer Sparstoffausführung später. Das ist jetzt noch das ganz normale späte Ledermodell. Und es kamen immer mehr Rucksäcke zum Einsatz. Das ist jetzt tatsächlich ein Originalmodell 31 Rucksack. Und wie man sieht, ist dieser Stoff, der so ein sehr spät aufkommende Jute-ähnliche Stoff. Also das fässt sich nicht mehr so wie Segeltuch an, sondern eher wie so ein Getreidesack. Hier auch im gleichen Material der Brotbeutel dazu und ebenfalls in der Sparvariante die Feldflasche mit der gewebten Feldflaschenberiemung und dem kleinen Bakelitdeckel. Unten an den Füßen sehen wir die Gamaschen ebenfalls in der Sparstoffausführung oder in der späten Stoffausführung. Ja, und das ist so das Modell oder die Ausrüstung, die vor der Umstrukturierung oder vor der Abänderung auf die M44-Bluse so das letzte im klassischen Stil ist. Und ja, die M44-Bluse können wir euch leider nicht zeigen. Die wäre hier vorbei, hat keine unteren Taschen mehr und ist, wie gesagt, ein komplett anderes Modell. Wenn ihr euch das wünscht, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann schauen wir mal, dass wir sowas auftreiben können und das auch mal live zeigen. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.